Basel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Tele Basel, ist eine Musikstadt. Klassische Musik, Jazz, Jugendchorfestivals und so weiter. Aber nicht nur die Stadt selber. Auch unsere Region ist bekannt für Musik, und zwar auf einem sehr hohen Niveau. Lassen Sie mich heute mal eine ganz besondere, wunderschöne Sparte rauszupfen. Wir sind hier in einem ganz einfachen Schulzimmer. Mitten in der Probe vom Chœur de Garçons de Mulhouse, dem Knabenchor von Mulhouse. Und es ist kein Zufall, dass in einer Schulstube geprobt wird. Dazu der junge, dynamische Präsident vom Knabenchor, der Nicolas Bréchon-Cornery. Wir finden unseren Nachwuchs zusammen mit der Schule, in der wir auch unsere Gesangsproben durchführen dürfen. Der Schule Johannes des 23. in Mulhouse. Woche für Woche kommen die Buben also hier zu der intensiven Probe, wo seit vielen Jahren unter der Leitung von Jean-Michel Schmidt, der mit seinem Chor die grosse Tradition der Knabenchöre in Frankreich pflegt, durchgeführt werden. In Frankreich gibt es immer weniger Knabenchöre, vielleicht noch ein Dutzend. Wir in Mulhouse sind einer davon. Es gibt welche in Lyon, Bordeaux, Colmar. Heute sind die meisten Chöre gemischt. Aber wir erhalten und pflegen die Tradition des reinen Knabenchors. Tous les chœurs sont formés de voix de garçons et de filles, mais nous tenons à prolonger, à perpétuer la tradition. À n'avoir que des garçons. Man sieht den jungen Sänger ihre Begeisterung an. Eine Begeisterung, die sich lohnt. Und nicht nur im Gesang, sondern auch in Freundschaften, Ausflügen und Mengen gemeinsamer Tourneen und Reisen dort auszahlen. Nicht nur in allen Ecken von Elsass und in Frankreich tritt der Chœur de Garçons de Mulhouse auf. Alle ein bis zwei Jahre machen wir eine große Reise. Am weitesten waren wir in China, in Shanghai und Beijing. In Russland waren wir in St. Petersburg, wir waren in Kanada drüben, in Montreal und dann in vielen Ländern in Zentraleuropa und in Osteuropa. Entre autres, nous étions en Guadeloupe et puis dans beaucoup de pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Wir besuchen den Chor in einer alten Kirche, in der Kirche von Ferret im Sundgau, in einem Konzert, in einem Benefizanlass für soziale Zwecke, nämlich für die Caritas.
jedem Konzert, so gehört sich's im Elsass, gibt's ein Verre d'Amitié und einen Gugelhopf. Und man sieht, dass die jungen Künstler auch ganz normale Lustbuben sind. Lustbuben, die vielleicht im Gesang und der Musik, vielleicht auch ihrer Heimat, ein Leben lang treu bleiben. Ich bin echt in Milhäuser und bin schon seit ich 9 Jahre alt bin im Chor. Und bin sehr alt gewesen, bis zu 14 Stimmwechsel. Und nach dem Stimmwechsel bin ich Bass geworden. Und dann habe ich 3 Brüder. Alle 3 Brüder waren auch im Chor, ein paar Jahre. Sie sind jetzt alle gross und haben in ihrer eigenen Leben. Aber ich bin immer noch im Chor, seit ich 9 Jahre alt und bin heute 56. Noch einmal zurück in die Kirche zum Chor, wo gegründet worden ist als Manicanterie à la Croix des Bains, die Kantorei vom Ebenholzkreuz. Das kommt aus der Gründungszeit und erinnert an das Engagement von der französischen Missionare in Afrika. Ja, es ist vor allem ein Engagement im Dienst der Kirche. Und darum ist der Chor auch Mitglied von der weltweiten Vereinigung Pueri Cantores. A été créé en 1954 par Monseigneur Maillet, l'abbé qui a dirigé pendant de nombreuses. Diese wurde 1954 von Monseigneur Maillet gegründet, dem langjährigen Dirigenten der Petit Chanteur à la Croix de Bois. Gründete den nationalen und internationalen Verband, der in Frankreich etwa 100 Kantoreien mit 3000 Sängern umfasst und ein Teil ist des internationalen Verbandes Pueri Cantores in 25 Ländern mit Zehntausenden junger Sänger. Partie de la Fédération internationale des Pueri Cantores et qui représente des dizaines de milliers de petits chanteurs. Ein anderer ganz bedeutender Mitglied von der Pueri Cantores besuchen wir in Freiburg im Breisgau. Hinter den nächtlicher leuchtenden Fenstern am Münsterplatz wird fleissig geprobt. Das springen wir jetzt mal im Orchester. Ich mache noch 4 Takte vorher im Einsatz. Der Domkapellmeister Boris Böhmann ist wie jede Woche mit der Sopranstimme, mit den Buben, zünftig an der Arbeit. Und die jungen Sänger machen mit Begeisterung mit. Ich habe die ersten 6 Jahre meines Lebens in Basel gewohnt, habe dort aber nicht in der Knabenkantorei mitgesungen. Also ich habe jetzt erst hier letztes Jahr angefangen, also wurde hier jetzt eigentlich richtig erst aufgenommen. Ja, und das macht mir wirklich Spaß. Weil es mir Spaß macht und ich finde es auch schön, so, ja, die Lieder, die sind halt auch schön mit den Melodien. Und dann, wenn man dann noch mit den Männerstimmen zusammen singt, dann wird es auch noch schöner. Weil es mir Spaß macht und weil, wenn ich singe, dann verfliegen meine Sorgen sozusagen. Also mir macht Spaß zu singen und ich singe jetzt auch schon seit 7 Jahren hier mit. Also halt, ich war im A-Chor und im Vorchor auch noch. Wir hören die glasklaren, wunderschönen Stimmen von diesen Buben, erfahren aber auch von Boris Böhmann, dass und wie aus Sopranstimmen auch Altstimmen entstehen. Eine Besonderheit von der Domsingschule in Freiburg. Musikalisch würde ich sagen, ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir als einziger Chor momentan in Deutschland und soweit ich sehe, auch sogar im deutschsprachigen Raum, mit männlichen Altersstimmen arbeiten. Das ist also ein Modell, was ich während des Studiums in England kennengelernt habe, dass die Altstimme, die ja in der Historie begründet, die höchste Stimme der Männerstimmen war, Altus heißt hoch, immer von Männern gesungen wurde. Und das System habe ich vor 6 Jahren umgestellt. Wir haben also einen Kreis von einigen jungen Männern, die im Stimmbruch schon entdecken, dass ihre Kopfstimme, wenn sie kultiviert wird, gut als Altersstimme funktionieren könnte. Wenn man dann Altus, Tenor und Bassstimme zulässt, dann kann man sich vorstellen, dass die Domsingschule eben nicht das Ende der Karriere ist.
Wir haben im Moment aus unseren Reihen, glaube ich, 3 oder 4, die an den Hochschulen in Deutschland studieren. Und das ist dann schön, wenn die so ihre Erfahrungen aus dem Leben der Domsingknaben mitbringen in so ein Studium, weil das ist schon eine ganz eigene Ausbildung und auch eine hochstehende, niveauvolle Ausbildung, die jetzt vielleicht andere Studierende nicht haben. Der Sitz von der Dommusik und auch die Probe fast jeden Tag sind hier im ehemaligen Palais vom Erzbischof. Die Schule mit ihren verschiedenen Chören wirkt im Auftrag der Kirche, vom Bistum. Und wir haben über diesen Auftrag hinaus bei den Gottesdiensten in Münster auch dann Gottesdienste im großen Rahmen, bei großen Diözesanfeierlichkeiten, aber auch immer wieder Auswärtsspiele, sage ich mal, wo wir im Bistum, aber dann auch in Deutschland oder auch in der ganzen Welt auch Botschafter sind für die Kirche von Freiburg. Das kann man sicher so sagen. Etwas, was sicher auch der Papst bis in Besuch 2011 in unserer Nachbarstadt Freiburg erleben durfte. Wir besuchen jetzt aber mit den Domsingknaben einen ganz normalen Gottesdienst vom Domkapitel an einem Sonntag im Freiburger Münster. Im Münster unserer lieben Frau sind aber auch schon 3 Knabenchöre miteinander auftreten. Ein Beispiel von der Verbundenheit in unserem Dreiland. Die Domsingknaben, der Chœur de Garçons und die Basler Knabenkantorei.
Wir haben vor wenigen Jahren mit den Mühlhauser und den Freiburger zusammen ein Event gehabt, unter dem Titel «Drei Länder, drei Konzerte». Und sind im Basler Münster, im Freiburger Dom und in der Filatür in Mühlhaus. Das Knabenkantor in Basel ist eine ausgesprochen regionale Institution. Unsere Sänger kommen von Gempen, Arlesheim, Dornach, Weither zu den Proben. Sie kommen von Rodersdorf. Sie haben also viel auch einen weiten Weg. Die kommen nicht nur aus den angrenzenden Kantonen hier, sondern sie kommen von Lörrach, Grenzach, Weil. Haben wir Sänger. Eigentlich in allen Chörs. Und sie kommen schon ganz gleich zum spielerischen Umgang mit Musik und Gesang schon ab 3 Jahren. Hier sehen und hören wir den Vorkurs, wo die Frau Schönenberger die Pinkies langsam zur Musik, zum Singen anführt und ihnen den Funken von der Begeisterung anzündet. Also ja, ich weiß nicht, das gefällt mir einfach so. Also ich singe gerne, also ich habe viel gesungen, auch als ich klein war. Also ich konnte nie einschlafen, ohne dass ich mir irgendwie selber etwas gesungen habe. Oder dass meine Mutter noch etwas singen kann. Also ich könnte eigentlich fast nicht leben ohne Singen oder Musik. Also mir gefällt es einfach, vor allem mit den Leuten hier zusammen singen, Konzerte geben, auf Reisen gehen. Und eben, mir macht das Singen schon, ich habe schon seit ich klein war. Ich habe viel gesungen, auch daheim, am Einschlafen und überall. Also mir hat es wirklich viel Freude gemacht. Natürlich schaffen die gemeinsamen Lager, die Ausflüge und Reisen unauslöschliche Erinnerungen. Wer kann schon sagen, dass er im Papst ein FCB-T-Shirt und Leckerli gebracht und ihm die Hand geschüttet hat? Aber im Zentrum steht der Gesang. Und hier bei der Knabenkantorei eben der ganz besonders traditionelle Gesang der Buben. Knabenchöre haben eine große Tradition, die gibt es seit Jahrhunderten. Und das Besondere und das Berührende ist wohl, dass nur ein Knabenchor die Knaben hat, also Sänger im Sopran zum Beispiel, die 9, 10, 11 Jahre alt sind. Und wenn die solche ganz großen und schweren Meisterwerke singen mit ihrer kindlichen, aber trainierten, klaren und starken, kräftigen Knabenstimme, dann ist das was sehr, sehr Berührendes. Aus Buben werden Männer und auch aus der Knabenkantorei entstehen Berufsmusiker oder auch erfolgreiche Gruppen, wie zum Beispiel The Glue oder Männerstimme. Also mir persönlich, ich arbeite beim KSV, das ist der Musikvorkurs für Studienvorbereitung und habe vor, dann an der Musikhochschule Gesang zu studieren. Das ist mein persönliches Ziel. Aber es gibt auch viele, die nach einer anderen gehören. Jetzt aber sind es noch die Lustbuben, die ihre Energie mit riesen Begeisterung nicht nur in ihre Streiche jeden Tag, sondern in die Kraft und in die Schönheit von ihrer Stimme bringen. Wenn die Knabenkantorei jedes Jahr am Heiligen Oben in Basel-Münster einzieht, dann weiss man,
und spürt die ganz besondere, wunderschöne Anziehungskraft und Faszination von der jungen Stimme und von der grossen Tradition der Knabenchöre. Ganz besonders hier bei uns in der Region.